Hallo meine lieben Weltraumreisenden da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Deliver Us the Moon. Ja, wir haben uns das letzte Mal hier ein bisschen umgeschaut hier in der Raumstation, dem Weltraumlift. Könnten noch mal einen kleinen Blick auf die Erde hier werfen. Das ist der absolute Hammer, wie sich hier wirklich, wenn man genau hinguckt, sie dreht sich langsam. Es ist unglaublich krass, selbst die Wolken bewegen sich, aber wir haben hier noch lange nicht alles. Wir haben nur eine wichtige Information bekommen. Wir müssen einen Code im Kontrollzentrum verwenden. 2539. Da bin ich mal gespannt, wo ich den jetzt hier genau einsetzen soll. Ja, hier waren wir ja schon, ne? Hier ging es ja nicht. Doch, warte mal. Muss ich den jetzt hier einsetzen? Da muss ich ihn einsetzen. 2539 war es, ne? 2539. Yay, sehr gut. Ja, willkommen im Kontrollzentrum. Hat aber auch schon lange keiner mehr aufgeräumt hier, ne? Das hier? Keine Ahnung. Das MPT-Netzwerk ist offline. Diagnose. Pearson Raumstation MPT, Transmitter und Empfänger online. Verbindung zum MPT-Netzwerk nicht hergestellt. Also es ist ein Netzwerkfehler. Dass irgendwie ein Kabel kaputt ist. Wir kontaktieren mal die Mondbasis. Keine Verbindung zur Mondzentrale. Okay. Weltraumfahrstuhl zur Mondzentrale offline. Zusätzliche Energie notwendig. Stationsrotation für zusätzliche Energie aktivieren. Rotationsantrieb der Station offline. Okay. Also wir haben immer noch niedrige Energie. Ich muss irgendwie den Fahrstuhl online bekommen und das Netzwerk. Aber wahrscheinlich bekomme ich das Netzwerk nur unten online. Verbindung des Mondes mit dem Menschen, ja. Das kennen wir alles schon. Da noch irgendwie etwas Eklatantes. Rion Wing Research and Development. Boah, ey. Das sieht jetzt aber auch mal geil aus. Ja, mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwie etwas finden. Ich guck mich erstmal um. Da hat jemand seinen Kaffeebecher stehen lassen. Das Ding mal Schwerkraft gehabt? Warum schwebt da ein Kaffeebecher rum? Oder ist es überhaupt ein Kaffeebecher? Es scheint ein Kaffeebecher zu sein. Das scheint ein glatt Kaffeebecher zu sein. Was ist das jetzt hier? Am 10.09.54 Ratsmitglied MacArthur schrieb. Oh nee. Oder. An Ratsmitglied MacArthur. In den letzten paar Monaten hatten wir ein Team und ich hatten mein Team und ich Probleme bei der Lieferung von Baumaterialien. Wir sollten inzwischen mit dem Orion-Trakt fertig sein, aber wieder einmal haben wir den Meilenstein verfehlt, weil Sendungen wiederholt storniert wurden. Wann dürfen wir damit rechnen, dass der Lunarrat neue Transporte genehmigt? Schrieb Sarah Baker. Und Engineering Baker wurde zurückgeschrieben von dem William MacArthur. Der Lunarrat hat beschlossen, die Ressourcenprioritäten wegen des neuen Baus von dem Mond auf den Mond zu verschieben. Im Moment empfehle ich Ihnen, sich mit dem zu begnügen, was Sie haben. Das machen wir alle hier. Dann schreibt sie wiederum, neuer Bau, wird die Huygens-Anlage endlich repariert? Es wird Zeit, dass der Ort wieder öffnet. Dort ist seit der Kryoschlaf Fehlfunktion so viel Wissen vergraben. Und wiederum antwortet MacArthur, es reicht zu sagen, dass das Bauprojekt zwar klassifiziert ist, aber nicht Huygens betrifft. Der Zugang zu Huygens Forschungslage bleibt bis auf weiteres beschränkt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das alles dann doch irgendwie mit Huygens zu tun hat. Da ist sehr viel Geheimniskrämerei am Start, dass selbst Sarah Baker, die ja hier gearbeitet hat, nichts davon wusste. Hier scheint auch eins von diesen AFS-Teilen immer drin zu sein. Also diese Dinger scheinen wichtig zu sein. Gucken wir mal, was wir da jetzt dazu finden. Andotzen? Ja, ich kann es immer noch andotzen. Boah. Das ist showing you. Ey, ohne Witz, das ist so geil. Das ist so geil. Gibt's hier noch? Kann ich das auch hier irgendwie? Ey, guck mal, eine Holograph. Das sind alles holographische Tastaturen. Was ist das hier? Ah, Evaku.
Evakuierungsprozedere. Evakuierungsprozedere. Im Falle eines Notfalls beachten Sie bitte folgende Richtlinien. Alle Crewmitglieder begeben sich zum Orbitalfahrstuhl zwecks Evakuierung. Raumstation Evakuierungshinweis. Reise zur Mondzentrale. Volle Verriegelung des Aufzugs. Sie haben plus minus eine Stunde vor der Abreise. Bitte lassen Sie Ihren Besitz liegen. Mondzentrale Evakuierungshinweis. Reise zur Raumstation. Reise volle Versiegelung des Aufzugs. Sie haben plus minus eine Stunde vor der Abreise. Bitte lassen Sie Ihren Besitz liegen. Tragen Sie die unbedingt einen Raumanzug. Okay, also wenn man das liest sich so. Okay, bei einer Evakuierung. Ihr geht runter, wir gehen hoch. Unterwegs gibt man sich gegenseitig die Hand. Nee, natürlich nicht. Also je nachdem wahrscheinlich, wo es halt eine entsprechende Fehlfunktion gibt. Aber es gab anscheinend auf beiden Seiten eine. Wenn beide Einrichtungen im Notfallzustand sind, melden Sie sich bei Ihrem Stationsleiter für Evakuierungsanweisungen. Der gerät dann wahrscheinlich in Panik und rennt weg. Rückseite, Pearson, Copernicus, Elevator, Evakuierungshinweis, WSA, World Space Agency. Okay. Ja, ich meine, das klingt ja für mich so ein bisschen, ja, wenn auf beiden Seiten echt die Kacke am Dampfen ist, was machst du dann? Dann ist halt rum. Zur Erde fliegen ist halt nicht. Alloway, Systems and Engineering. Space Tech Magazine, Reflections und die Huygens Cryosleep Malfunction. So, was steht da? Überlegungen zu Huygens Kryoschlaf Fehlfunktion. Ein Interview mit Dr. Rosa Lavert. Rückseite. In dieser Ausgabe interviewen wir das WSA Luna Ratsmitglied Dr. Rosa Lavert zu den Ursachen der Huygens Kryoschlaf Fehlfunktion von 2048 und wie wir diese Art von Katastrophe zukünftig vermeiden können. Okay. Na gut. Ist das hier? Naja, also man geht halt natürlich bei sowas ganz, ganz trocken an die Sache ran, ne? Wie man in Zukunft solche Katastrophen vermeiden kann, macht ja schon Sinn. Aber für die Menschen, die es dann betrifft, also die Überlebenden, die Verwandten der Verstorbenen, aber auch die Verwandten der Überlebenden, die einerseits wollen die natürlich, dass so etwas vermieden wird, auf der anderen Seite muss man denen ja auch irgendwie helfen. Und ich habe nicht so das Gefühl, dass es hier wirklich perfekt gelaufen ist. Hier sind also noch zwei Raumanzüge. Da drüben fehlen zwei. Nummer 3 und Nummer 4 fehlen. Ist schon geöffnet. Kann ich hier jetzt noch tun? Space Station Robot Arm. Ah, ich habe jetzt einen Weltraumroboter jetzt hier, den ich hier... Oh Gott, jetzt muss ich diesen Roboter hier bedienen, oder was? Plasma-Schneider? Okay. Ich muss jetzt einfach nur aufschneiden. Okay, ich habe einen Plasma-Schneider jetzt hier. Der mir jetzt hier das hier aufmacht. Okay, ich habe die Versiegelung geöffnet. Hoffentlich ist das eine schlaue Idee. Sauerstoff wird verbraucht. Yay. Wir sind draußen im All. Was ist das? Anscheinend kann der Plasmaschneider sich sicher vom Serverarm entfernt und dann an einer Buchse am rechten Handschuh befestigt werden. Oh, cool. Den nehme ich gerne mit. Ach, so klein ist der. Ja genau, schneidet halt überall rum. Okay. Also wir haben jetzt einen Plasmaschneider. Der hat uns jetzt das hier ermöglicht. Nicht. Moment, wie kann ich den jetzt hier benutzen? Ah, schneiden. Ich muss auf jeden Fall einfach nur Maus mit der Maus drauf bleiben, okay? Dann schneiden wir mal auf. Das Ding ist jetzt quasi offen. Bewegt sich schon weg. Das wollen wir alle. Kann es auch länger machen. Ah, aber es geht nicht ewig. Okay, jetzt haben wir das hier gemacht. Jetzt hole ich mir erstmal diesen Sauerstoff da. Oh, die Dinger sind schwer. Gott. Schon wieder im All. In Space again. Das müssen wir schnell aufschneiden. Und das letzte noch. Okay, das haben wir jetzt auch aufgemacht. Das heißt, wir kommen da jetzt weiter durch. Ich hoffe, da drüben gibt es noch ein bisschen Sauerstoff. Sonst habe ich ein Problem. Das hier. Ich höre irgendwas. Kontrolle an Fortuna One. Wir erkennen keine Veränderungen beim MPT. Ist da oben?
Was denkt ihr denn, wie schnell ich bin? Gute Frau, bin gerade erst angekommen. Hier funktioniert nichts. Sie müssen mir auch ein bisschen Luft zum Atmen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das da oben? Irgendwas mit Sauerstoff. Moment, Sauerstoff. Wäre jetzt echt gut. Gib mir Sauerstoff. Geil, eins war drin. Das hier haben wir geöffnet und das hier müssen wir auch noch öffnen. Uah. We did it. Hilfe, Hilfe. Und wir sind drüben, oder? Haben wir es? Wir haben es. Sauerstoff wird nicht mehr verbraucht. Alles gut. Was ist das jetzt hier? Natürlich hören wir uns das an. Verstanden. Glaubst du, wir sind bald fertig? Wenn der Rat jede Woche mehr Material zurückhält? Glaub nicht. Überraschend genug, dass MacArthur das hier genehmigt hat. Tja. Hey, hör mal. Ich empfange seltsame Signale von der Mondoberfläche. Siehst du was? Bin gleich fertig. Was zur Hölle? Die Lichter? Sie gehen aus. Alles in Ordnung, Rolf? Was ist passiert? Ich kann nichts sehen. Alles ist finster hier. Wir haben die Energie vom MPT verloren. Die komplette Station. Findest du zur Luftschleuse? Negativ. Ich habe keine Sicht. Okay. Ich schicke Alex, die Luftschleuse zu blockieren. Siehst du ihn? Ich sehe das Licht. Bin auf dem Weg zur Schleuse. Was ist da los? Die Oberfläche ist komplett dunkel. Rolf, nicht jetzt. Wie lange brauchst du noch? 10 Sekunden. Mach schneller. Ist die Schleuse verriegelt? Bist du ausgesperrt? Alex blockiert die Tür für dich, aber er schafft das nicht mehr lange. Da scheint echt was ganz übel abgegangen zu sein und selbst die Retter sind in Gefahr geraten. Ein Raumanzug war noch da drüben, ein anderer fehlt. Was ist das hier? Order Request Form. Aha, also quasi eine Bestellanforderungsformular. Genau so heißt es auf Deutsch. Ziel Pearson Raumstation. Anfrage Orion Trakt Expansion. Lebenserhaltung Erweiterungspanel 1. Sauerstoff. Lüftungsmotore 3, Sauerstoff, Lüftungsrohre, Druckdach 5, also sind verschiedene Bauteile im Grunde eigentlich nur. Hüllenisolationsmaterial, 20 Meter Rolle, 4 Stück, externe Hüllenschilde, 90 Grad Krümmung 4, interne Hüllenkomponenten 4, vorfabrizierte Kryoschlafschlafgondeln, eine von Huygens, ja, auf die kann man sich ja verlassen, ne? Energiezelle wieder aufgeladen, Susan Electronics, also eine aufgeladene Energiezelle, okay. Das sind also die, mit denen wir, glaube ich, schon Kontakt hatten. Und dann Name Sarah Baker. Am 27.08.2054 hat sie das in Auftrag gegeben. Okay, Bestellung abgelehnt. Zur Erinnerung, alle Baustoffbestellungen bedürfen der offiziellen Aufsicht und Genehmigung des Lunarrats. Bevor Lieferungen versandt und geliefert werden, Fragen und Beschwerden können bei ihrem WSA-Leiter eingerichtet oder direkt an order@worldspaceagency.com worldspaceagency.com gesandt werden. Unterzeichnet vom Ratsmitglied William MacArthur, der schon wieder Abteilung Direktor Sicherheitsbeauftragter. Ja. Ich finde eine Möglichkeit, im Aries-Trakt das Rotationstriebwerk der Station mit Strom zu versorgen. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Wir haben bloß gesehen, dass die Sarah Baker irgendetwas im Grunde, also sie hat im Grunde Ersatzteile angeordert und der MacArthur sagt nein. Der Sicherheitschef sagt bei Ersatzteilen nein. Da muss ja irgendwas ganz Grundlegendes schiefgegangen sein, oder? Was ist denn das jetzt hier? Irgendwie jetzt hier, glaube ich, in der Lagerhalle gelandet. Wow, wow, wow. Total vertrauenswürdige Konstruktion. Was ist denn das überhaupt für ein Päckchen hier? Man weiß es nicht. Ich muss immer wieder mal so ein bisschen auch auf den Strom von der Batterie achten, ne? Oh. Und was ist das jetzt hier? Orion Trakt Wandplatte. Die Pearson-Raumstation war zwar funktionsbereit, wurde aber nie fertiggestellt. Sarah und Rolf beauftragten den Bau des letzten Traktes, bis das Lunar-Ratsmitglied MacArthur die Lieferung von Materialien wie diese Wandplatte einstellte und alle Ressourcen zu einem Geheimprojekt auf dem Mond umleitete. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieses Geheimprojekt schuld an dieser Sache ist. Nur inwiefern... So, wir sind jetzt hier bei 5.
im Widdertrakt. Ja, da können wir wieder rausgucken. Sieht schön aus. Nach wie vor sieht schön aus. Okay, das sieht voll vertrauenswürdig aus. Wie viel ist hier? Ist ja auch gar nichts kaputt. Nee, kein bisschen, aber ich sehe schon. Wir müssen hier durch. Zum Glück brauchen wir dafür keinen Split. Ah, so. Cut in Emergency. Ja, wenn das jetzt gerade eben keiner ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich glaube nicht, dass ich da durch sollte. Okay, rein mit uns. Das ist wieder irgendwie so eine Art Maske. Wow! Wow, 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 wow. Uah, Hilfe! Ich wurde gerade eben voll weggeschleudert. Was war denn das? Ich glaube, ich wurde von dieser komischen Maske weggeschleudert. Ich hätte da beinahe... Oh, shit! Da hätte ich voll reingeschleudert werden können. Geil. Oder auch nicht. Oh, shit. Ja, ist toll, dass das alles hier so im Weg ist. Ich muss höher, höher. Ja. Tolle Nummer. So, ich habe den Strom unterbrochen. Wow, okay. Alles klar. Ich frage mich, ob ich das aus der Entfernung hätte machen können oder ob ich gerade eben meinen Arsch dringend riskieren musste. Aber es hat auf jeden Fall geklappt. Ich komme auch langsam aber sicher immer besser mit der Steuerung hier klar. Hey, guck mal, das ist ein Schraubenzieher. Der hilft uns bloß nichts. Was sind das hier? Das ist Wasser, oder? Das sind einfach... Ja, das ist Wasser. Das nimmt natürlich im All eine im Grunde kugelförmige Form an, wie alles, was die Möglichkeit hat, sich im Grunde frei zu organisieren. Die Selbstorganisation sorgt dafür, dass die energetisch günstigste Form gewählt wird. Und das ist eigentlich immer eine Kugel. Deswegen sind Planeten auch in der Regel kugelförmig weitgehend. So, Pearson Raumstation. Jetzt sind wir hier. Okay, ist nochmal ein Werkzeugkasten, aber mit dem kann ich nichts machen. Was passiert, wenn ich mit dem Gesicht jetzt hier durch so ein Wasser durchgehe? Und... Okay, das weicht mir weitgehend einfach... Nee, doch, es weicht mir aus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas mit... Ist das ein Chemielabor? Ist das ein Laboratorium? Also, wo bin ich jetzt? Finde eine Möglichkeit... Okay, versorge die Rotationstriebwerk der Station mit Strom. Oh, klingt jetzt nicht so schwierig. Da ist irgendwas. Was bist du? Siehst wichtig aus. So, das sieht aus wie eine Energiezelle, die wir vermutlich verwenden müssen. Aber wahrscheinlich reicht dieses eine Teil hier nicht aus. Kann ich das hier drehen? Oha. Muss ich mich hier durchschneiden? Schneiden wir uns mal durch. Ich kann nicht alle durchtrennen. Auch wieder ein einschneidendes Rätsel, meine Damen und Herren. Eieieiei. Kann ich da jetzt durch? Scheint so. Ich musste nicht da unten lang. Uah. Hilfe. Drehen bitte. Okay, wieder hoch. Oh, schön. Ich liebe es, unter Zeitdruck zu arbeiten. Das macht mich so effizient. Nexus, bitte. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Da irgendwie was rausziehen? Nee, kann ich nicht. Ja, nee, ist klar. Okay, vielleicht muss ich das hier nochmal zurück. Nee, das kann ich auch nicht zurück. Gibt es da irgendetwas, was ich offensichtlich
Ich werde dich sterben, wenn ich da reingehe, oder? Garantiert, dass ich drauf gehe. Okay, ich darf es noch nicht berühren. Ja, wer baut denn sowas, ey? Wird garantiert der TÜV nicht abgenommen. Und jetzt noch. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 20%. Ich verschlimmere offensichtlich nur meine Situation. Wollte ich nur mal festgehalten haben, ne? Und was habt ihr jetzt? Kommen noch Stachelfallen? Ne, jetzt kommt eine geile Kombination aus allem. Okay. Mach dir jetzt noch was, das ist der Distanz fertig, die Teile. Dann geht's nämlich leichter. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir da rein. Wow. Dümmster Plan aller Zeiten. Dümmster Plan aller Zeiten. Dümmster Plan aller Zeiten. Au! Oh! Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Au! Oh Gott. Es ist nicht gut. Es ist gar nicht gut. Ich muss da irgendwie rein. Oh fuck. Okay, wir sind da dran. Boah. Okay, man geht wenigstens nicht gleich drauf, aber ihr habt gesehen, ne, noch ein Gewicht bekommen und ich glaube, ich wäre nicht mehr da gewesen. Wow. Und jetzt? Man fühlt sich so erleichtert. Energieversorgung vollständig von Lebenserhaltung auf Rotationsantrieb umgeleitet. Triebwerk kann im Kontrollzentrum aktiviert werden. Lebenserhaltungssysteme versagen. Cool. Wo muss ich jetzt hin? Da rein, okay. Lebenserhaltungssysteme versagen. Das ist bestimmt jetzt eine gute Nachricht, oder? Doch bestimmt gut, wenn die Lebenserhaltung jetzt versagt. Und Lebenserhaltungssysteme fahren herunter. Sauerstoffreserven schön. Ich find's super. Oh Gott, das müssen sie aufschneiden. Gut. Wir sind jetzt wieder hier drin. Okay. Wir beeilen uns. Bitte, lieber Sauerstoff, sei nicht sauer auf mich. Ich will auch immer artig sein. Ich bin in die falsche Richtung. Nein! Das ist Libra. Ich bin falsch. Shit. Oder? Nee. Hier war ich doch vorhin, oder? Das ist doch richtig. Oder? Nein. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reinkomme. Hilfe, 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 Hilfe. Wie viel Zeit habe ich noch? Bevor mir hier die Lichter ausgeblasen werden. Das hier ist auf jeden Fall gerade versiegelt. Oder muss ich jetzt auch wieder zu Libra? Ich muss, glaube ich, zu Libra, oder? Wie viel Zeit habe ich noch? Wir wissen es nicht. Lasst es uns herausfinden, liebe Leute. Beim nächsten Mal. Hier in Deliver Us the Moon. Ich hoffe, irgendjemand delivert mir Sauerstoff. Bis dahin. Also, macht's gut. Bis dahin. Schöne Zeit. Na, tschüss und ade.